Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles, Isle of Scepter. Ach ja, nach wie vor sind wir hier auf dieser schönen Insel unterwegs und leider sind natürlich die neuen Updates noch nicht da. Aber wenn wir dann schon mal da sind, dann können wir auch ein bisschen erkunden. Ich habe zum Beispiel diese eine Insel hier oben noch gar nicht groß angeguckt. Das werde ich jetzt heute mal nachholen. What the fuck? Willst du rumstressen? Uah. Ja, Löwi macht da kurz einen Prozess, ne? Komisches Viech. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, ob der Löwi noch genug Futter hat. Da habe ich nämlich jetzt gerade gar nicht geschaut. Ich bin natürlich wieder mal losgezogen. Oh, okay. Wir brauchen Futter für den armen Löwi. Sonst hat der heute nicht so viel Spaß. So, da haben wir doch hier mal das Stahlhackmesser. Und machen hier mal ein bisschen Hackbeter. Erdwolfkopf. Eiwei. Da hätte ich natürlich wieder mal Zeug für neue Trophäen. Ich glaube, den bewahre ich mal auf. Nachdem ich ja einfach mal hoffe, dass ihr mit meinen Deko-Videos und der Tatsache, dass ich dazu neige, die Häuser anderer Leute mit zu dekorieren, ein bisschen Spaß habt, bewahren wir einfach mal ein paar Trophäen auf. Wir können sie bestimmt noch für irgendwas brauchen. So, mal gucken. Hier geht's zu dieser einen wilden Flut. Da will ich jetzt eigentlich nicht hin. Wir wollen zu dem Dingens da hinten. Also irgendwo ganz da hinten. Idealerweise jetzt so, dass wir nicht die gesamte Flora und Fauna durch die Gegend mitschleppen. Aber ich habe so das vage Gefühl, das sehen die Viecher irgendwie anders. Eieiei. Wenn ihr keinen gescheiteren Beitrag zu diesem Video zu leisten habt, außer dann reiten wir einfach mal weg. Passt schon. So, oh, hier ist ein Riesenviech. Irgendwie ziemlich tot. Ja, da kommt schon das nächste. Eieiei. Naja, der Löwi macht das schon im Zweifel. Glücklicherweise habe ich ja einen sehr motivierten Begleiter, der sich dann um solche Probleme kümmert. Ja, und der Wolf ist eh nicht schnell genug für das Pferd. Ist schon ein bisschen peinlich, ne? So, dann gucken wir doch mal, was wir hier so Schönes finden können. Ich glaube, der Wolf rennt uns immer noch hinterher. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Dafür haben wir hier einen Kroko. Oh, Kroko ist gut. Das gibt nochmal Essen. Upsa. Kroko? Hallo? Möchtest du sterben? Ja, du möchtest sterben. Unbedingt. Und Löwi hat den schon wieder platt gehauen. So, dann holen wir doch mal das Messerchen raus. Genauer gesagt das Hackeweilchen. Und machen mal ein bisschen. Löwi? Könntest du bitte woanders hingehen? So. Komm mal mit hier. Genau, lass mich hier mal an das Kroko ran, sonst wird das nix. What? Wie? Ich krieg hier nur einen Reißzahn. Was ist das denn für Beschiss? Tatsächlich. Ich habe 3 Reißzähne gekriegt, was. Okay. Das war jetzt nicht so hilfreich. So, erstmal noch kurz was trinken und die Flasche füllen. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Eiwei. Im Ernst? Was ist denn das für ein Beschiss-Krokodil? Was ist das denn hier für eine Sache? Seit wann sind denn die so sparsam? Ich dachte, da gibt's nochmal Fleisch raus, Mensch. Sachen gibt's. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt hochkommen. Ich glaube, darüber springen ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Gibt's hier drüben auf der Insel noch irgendwie? Ja, hier drüben gibt's noch so einen Weg hoch. Dann müssen wir hier einfach am Strand entlang. Na komm, Löwi. Bisschen klettern hat noch niemandem geschadet. Oh. Du siehst aber fit. Ah, vielleicht hat das Viech irgendwas Essbares dabei. So, komm mal her. Du, Nicht-Kroko. Lurch-Viech. Na komm, Löwi, hau mal rauf. Yep. Treffen muss man halt auch mal können, ne? So, jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt hier für ein Viech ist. Genauer gesagt, was das uns so mit. Nein, roll jetzt nicht weg. Du rollst jetzt nicht hier irgendwie ins. Oh, Alter, was ist das denn hier für ein Mist? Okay, der hat auch nur Wildfleisch. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, dann nehmen wir halt das auch für ein Löwi. Ach, dann kriegt er halt erst einmal Wildfleisch. Besser als nix. Wir werden schon anderes Fleisch finden. Sieht aber auch so ein bisschen brutal aus, wenn ich hier mit dem Hackebeilchen auf das Pferd losgehe. So, gucken wir doch mal, ob wir hier jetzt hochkommen. Ja, ich glaube schon. So, hier ist das Nicht-Kroko. Ropa. Oh Gott. Ich kann mal wieder überhaupt nicht reiten. So.
Was sind hier? Hier. Oh, hier sind Luchse. Okay, schlecht gelaunte Luchse. Wow. Alter. Die sind ja gleich mal richtig grätig hier. Aber dafür haben wir ja ein Pferd. Und den Löwi. Oh, ist da noch einer? Alter. Sag mal, was bist du hier für ein Brutalo? Alter. Böses Viech. Ja, nee. Hier wird gepiekt. Komm, Löwi, hau mal drauf. Mach ihm Platz. So. Ein Luchs weniger. Huch. Okay, irgendeins von den Viechern hat gerade mein Pferd beiseite geschoben. Ah, okay, ich glaube, ich muss mich erstmal bandagieren. Alter Schwede, ey. Also, drei Blutungseffekte sind schon so ein bisschen unschön. Wow. So, dann gucken wir doch mal, was die für Fleisch dabei haben. Oh, Luchskopf und Wildfleisch, na toll. Das hat's ja voll gebracht. Okay, Löwi, du kriegst noch mehr Wildfleisch. Heute gibt's nichts anderes. Aber ich nehme mal so einen Luchskopf mit. Da freuen sich die anderen bestimmt, wenn ich ihnen so einen Luchskopf ins Schlafzimmer reinhänge. Oh mei. So, aber jetzt haben wir eine Menge Wildfleisch zumindest. Ich sollte aber vielleicht auch mal was essen. Damit ich hier ein bisschen heile. Alter Schwede, ey, die haben ja reingehauen. Ha. Puh, böse Luxis. Ich könnte natürlich auch mal wieder Luxi mitnehmen. Den hatte ich schon relativ lang nicht mehr mit dabei. So. What? Ach komm. Ist das Viech jetzt tatsächlich vom Strand hier hochgelatscht, um uns anzugreifen? Alter. Ja, da hast du aber nicht lang Spaß dran. Komm, Luxi, hau mal. Uah. Alter, der haut mein Pferd hier runter. Alter Schwede. Was für ein krasses Viech, du. Himmel hilf. Ich will doch hier nur die Insel erkunden, Mensch. Haben wir hier gleich mal erst hübsche Begegnungen mit Flora und Fauna, ey. Meine Güte. Oh, Mann. Aber die Aussicht ist toll. Das muss man ja schon mal lassen. Oh, guck mal hier. Oh. Ja, tolle Aussicht. Der nächste Lux. Oh, fuck, zack. Und gleich mal rein. Oh, wow. Und nochmal ein Blutungseffekt. Ja, weil es so schön war. Oh, er ist aufgestiegen. Ah, mal gucken, wie gut der Löwi momentan ist. Was bist denn du jetzt? Ach, ich habe wieder auf die falschen Dings geguckt. Blödsinn. Mann, 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 ich krieg ja nichts hin. So, der ist jetzt Stufe 17. Oh, ich glaube, mein Pferd ist aufgestiegen. Upsi. Stufe 20. Oh, gucken wir mal, welchen Effekt es gekriegt hat. Wilde Flinkheit. Dein Getreue ist sehr beweglich und kann Schaden leichter abschütteln. Oh, das ist ja geil. Beweglichkeit plus 10? Wow. Das ist ja mal... Alter Schwede, okay. Ist jetzt nicht schlecht. Ich beschwere mich sicher nicht. So, hauen wir erstmal ein Tränkchen rein. Oh ja, schmeißen wir die Flasche wie der russische Adel einfach hinter uns. Wir haben gut gegessen, gut getrunken. Einmal Wodka rein, Gläschen hinter uns. So, okay, gucken wir mal. Huch. Pferdchen, was machst du für Dinge? So, wir sind jetzt hier. Hier gibt's... Ah, ich glaube, hier gibt's irgendwie so einen Weg außenrum hoch. Und hier sieht's aus, als wäre es irgendwie so eine Art Tempel. Und ich glaube, das Ding hier haben wir auch noch nicht besucht. Oh, wir haben noch so viel anzugucken. Oh, hier ist auch noch so ein Teil. Also, es gibt hier noch eine Menge zu sehen. So, gleich mal den Speer wieder raus. Bevor hier uns der nächste Lux anspringt. Also, die sind schon so ein bisschen todesmutig, die Viecher. Das ist nicht so schön. So, schauen wir doch mal. Irgendwas kommt da schon wieder. Der nächste Lux? Was bist du? Irgendein komischer Hund. Ja. Löwi hat das schon mal erledigt hier. Danke, Löwi. Du machst das gut. Oh mei. Naja, es ist ja auch eine relativ friedliche Gegend hier eigentlich. Also ich hätte mal gedacht, dass jetzt hier mehr nervige Viecher sind, aber guck mal hier. Ist das ein Varan? Das dürfte ein Varan sein. Hallo? Ja. Komm, Löwi, hau mal rauf. Oh. Vergiftet? Alter. Das ist ja keine... Oh, was ist denn das hier? Okay. Das sieht aus wie ein Schwefelgebiet hier. Aber nicht sehr vertrauenerweckend durch diese ganzen tierischen Reste, die hier irgendwie rumliegen. What the fuck, okay.
Das ist ja mal unschön. Oh, da vorne ist ein. Sieht aus wie ein Bär. Na, warte mal. Okay. Wie kann das sein? Okay, aber mit dem Bär werden wir auch fertig. Das ist schon mal schön. Okay. Der Varan greift den Bären an. Okay. Wir machen jetzt hier einfach mal lustiges Killertrüppchen. So, den Varan haben wir, den Bär noch nicht. Aber den haben wir auch gleich hier. Alter Schwede. Ja, komm. Hässliches kleines Viech. So. Das hätten wir. Vielleicht gibt es da jetzt endlich mal ein bisschen besseres Fleisch für unseren Löwi. Gucken wir mal. Oh, den Varan habe ich auch noch gar nicht entfleischt. Mal schauen. Wildfleisch. Und Wundsekret, okay. Wundsekret. Das ist auch mal kreativ. So, jetzt gucken wir mal, was der hier so hat. Alter, wieso haben die alle Wildfleisch? Das gibt's doch nicht. Und ein Braunbärkopf. Geil. Haha, wieder was für meine lustige Trophäensammlung. Das Einzige nur, was ich nicht verarbeiten kann, ist, glaube, der Luchs- und der Erdwolfkopf. Da fehlen mir noch die passenden Rezepte. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ein Wundsekret. Ja, warum nicht? So, ich glaube mal, ich ziehe mir nochmal irgendwie was Essbares rein. In der Hoffnung, dass das hier dann ein bisschen heilt. Ja, das heilt so ein bisschen. Es heilt jetzt nicht sonderlich schnell, aber es heilt ein bisschen. So, dann... Upsa. Nein, Pferdi. Einmal bitte hier links um. Aber das hier sieht ja schon böse aus. So ein bisschen. Wie so eine Todeszone. Da möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht rein. Upsa. So, dann lasst uns doch mal hier nach oben. Gucken wir mal, was wir da so finden. Hoffentlich nicht schon wieder irgendein... Oh, nicht schon wieder ein Bär. Bakoteps Zuflucht, okay. Wo ist denn hier Bakoteps Zuflucht? Mittig. Okay. Okay, der Bär hat uns gleich gefunden. Schauen wir mal, wie gut wir mit dem jetzt zurechtkommen. Ah, gut, mit dem Pferd. Reinhauen geht... Also auf dem Pferderücken reinhauen ist definitiv angenehmer. Auch wenn das Bärchen hier natürlich so ein bisschen unfreundlich ist. So. Aber dafür haben wir ja ein paar Heiltränke dabei. So. Uiuiui. Sehr ungesund. Aber zumindest kriegen wir die Viecher platt. Das ist ja schon mal was. Okay, erstmal ein bisschen bandagieren. Oh my. Sehr ungesunde Reise bisher. Aber Bakoteps Zuflucht, das sieht aus, als wäre es irgendwie so eine Art Tempelding. Wo ist denn hier der Tempel? Sieht hier irgendjemand einen Tempel? Oh Mann. So, erstmal noch ein bisschen Aloe-Extrakt reinhauen. Und nochmal die Regeneration mit dem Honig anschalten. So, okay, also Bakoteps Zuflucht. Ich habe keinen Peil, wo das Ding sein soll. Schauen wir mal. Ist hier irgendwo was Tempeliges? Ruinenmäßiges? Aber dieses runde Ding ist es ja nicht. Das ist ja erst hier getriggert, als wir über den Hügel waren. Dann ist es vielleicht hier unten irgendwo. Schauen wir mal. Wo ist denn hier Bakoteps Zuflucht? Hallo? Ich suche hier eine... Oh, scheiße! Ach du Kacke, was ist das denn für ein Viech? Alter Quee, ich bin da mal weg. what the fuck ist hier denn unterwegs? Alter. Uah. Schauen wir doch mal, was wir hier kriegen können, wenn wir ein bisschen flüchten. Lass mich raten, das Riesenviech war Bakotep. Und das ist jetzt schlecht gelaunt, weil wir vorbeigeguckt haben. Oh my. Aber es ist... Okay, das sieht aus wie ein Minotaurus oder so. Oder irgendwas richtig hässliches. Oh, was ist das denn hier? Hier sind Schweine. Okay, das ist schon mal ein bisschen friedlicher. Ich guck mal eben, was das hier unten ist.
Oh. Mitternachtsblume. Eiwei. Okay, wir haben den Sturm jetzt. Herrlich. Das ist jetzt wieder mal das Wetterchen, das niemand mag. Zumindest nicht, wenn man ein bisschen erkunden möchte. Weil man nichts mehr sieht. So, ich glaube, ich muss jetzt hier mal die Fackel rausziehen. Anstelle des Hackebeilchens. Wow. Okay, also ich meine, der Sturm ist jetzt dann doch ein gutes Stück entfernt. Also hier so mittig. Wir sind auf der Insel, eigentlich am Arsch der Welt. Also erstaunlich genug, dass das jetzt noch nicht... warte mal, ich zieh mal eben das Schwert. Erstaunlich genug, dass das so viele Auswirkungen hat. So. Aber wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir auf den anderen Teil der Insel kommen. Weil hier ist eine mega Schlucht. Und ich hoffe einfach mal, dass ich da jetzt unten bei diesen Niederungen... Oh, hier ist gleich mal wieder so ein schlecht gelauntes, was auch immer. Ja, der hat nicht lange gehalten. Das hier, das sieht aus wie schwarzes Eis. Ist das schwarzes Eis? Ja, das ist schwarzes Eis. Warte mal, das müsste doch hier drüben irgendwo sein. Ich hoffe nur, ich muss jetzt nicht nochmal durch Bakroteps Dingensbummens. Alter, sag mal, wie viele von diesen Viechern sind denn hier unterwegs? Oh, shit. Oh. Okay. Ja, ist okay. Ich hau dir mal drauf. Oh, der hat aber ganz schön dickes Gehirn. Dickes, fieses Geweih. Ja, es ist ja gut, Kumpel. Hast du schlechte Laune? Bist gerade in der Brunft oder so. Hast gedacht, ich bin auch so ein komisches Geweihviech. Alter. Okay. Puh. Geschafft ist geschafft. Jetzt schauen wir doch mal, ob der irgendwas Nettes dabei hat. Ich brauche noch mal hier mein Hackebeilchen. Gucken wir mal. Den Kopf einer Boss-Kreatur beschaffen. Oh cool, ich habe einen Fortschritt geschafft. Und es ist exotisches Fleisch. Yeah. Elchkönigkopf. Oh. Okay, es wird immer besser. Ah, oh, das wird so schön, wenn ich hier die ganzen Shit bei Freunden deponieren kann. Und wir haben exotisches Fleisch. Also ich bin gespannt, was das hier für Auswirkungen hat. Warte mal, das ist der falsche. Ich glaube, momentan nimmt er noch das Wildfleisch und das pusht Beweglichkeit und Überleben. Aber Beweglichkeit ist schon mal überhaupt nicht verkehrt. Weil das natürlich auch ein bisschen dabei hilft, dass das Viech sich besser verteidigen kann. Wobei Löwi ist halt einfach ein DD. Der ist kein... Der ist definitiv kein Tank. Im Zweifel muss ich die Schläge abfangen und Löwi haut drauf. So, gucken wir doch mal. Wo müssen wir denn jetzt hier entlang? Okay, ich bin natürlich in die falsche Richtung geritten. Wie immer. Oh Gott, ich brauche echt eine Minimap in diesem Spiel. Das ist so schlimm. Ich finde hier nichts, wenn ich nicht irgendwie die Karte habe. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie runterkommen. Das sieht hier zumindest aus, als würde es runtergehen. Ja. Yep. Oh, das ist gut hier. Eiwei. Ah, Sachen gibt's. Die gibt's gar nicht. Hier klemmt ein... Oh, Säbelzahntiger. Uiwei. Komm, Löwi, hau mal drauf. Ja. Yep. Alter. Und ich hau jetzt hier mehr den Stein und der Tiger, der haut irgendwie nicht auf mich drauf oder so. Ah, doch, jetzt schon. Ah, scheiße. Schön wäre es gewesen, hätte er mich nicht getroffen. Alter, treffe ich Löwi? Alter, wow. Das Viech haut ja auch ganz gut rein hier. Komm, Löwi, hau nochmal drauf. So, mein Getreu ist aufgestiegen. Das heißt, dieses Mal war es Löwi. Ich guck nur mal eben... Boah, Alter, nein. Ich versuche jetzt mal eben, ob ich hier auch nochmal einen Kopf kriege. Da bringen wir dann schöne Beute nach Hause. Ja! Es ist so schön. Noch ein Kopf. Okay, jetzt müssen wir mal... was schmeißen wir denn raus? Ich glaube, ich tue den Erdwolfkopf weg. Und Wildfleisch haben wir ja auch noch ein bisschen. So, stacken wir das mal hier so ein bisschen ordentlicher. Und du kriegst dann hier den Säbelzahntigerkopf.
Es ist so herrlich. Wobei, das Pferdchen hat doch auch noch Platz hier. Genau. So, wir haben hier noch eine Menge Essen. Oh, noch mehr Wundsekret. Das könnte ich auch mal wegräumen. Klauen, Katzenfell. Boah, passt schon. Frisst du das? Nee, der will Asu. Ah, das will Asuras Ruhm haben. Okay. Ja, das ist ja nicht schlimm. So, erstmal noch ein bisschen Honig für die Heilung. So. Zack, Fackel raus und weiter geht's. Eiwei. Mensch. So, bin ich jetzt wenigstens richtig unterwegs? Ich glaube es zumindest so halbwegs. Geht's dann hier runter? Ja, es geht hier runter. Oh, das ist schon mal schön. Wir haben einen Weg gefunden. Yay, ins gelobte Land. Oder so. Ich bin nur mal gespannt, was uns da erwartet. Ich habe nämlich absolut keinen Peil. Ich habe es nach wie vor auch vermieden, zu Siebter Guides zu lesen. Oder hier irgendwie groß extra zu erkunden oder allein irgendwie diese Inselwelt anzuschauen. Weil ich mir immer gedacht habe, das ist ein bisschen lustiger, wenn wir das zusammen im Let's Play entdecken. Auch wenn ich natürlich so ein bisschen natürlich vor der Schranke stehe, dass mir natürlich das Sternmetall noch fehlt. Wir haben jetzt gerade Sturm, eigentlich könnte ich dann danach wieder mal nachgucken. Andererseits, ich bin jetzt gerade eher motiviert, ein bisschen zu entdecken, zu gucken, was es hier so gibt. Und in der Dreiertruppe, ich auf Pferd und Löwi mit dabei, funktioniert das ja auch ganz gut. So, schauen wir doch mal. Oh, guck mal da. Das sieht aus wie ein Dingens mit Skeletten wahrscheinlich. Ist das jetzt hier so mittig? Ist hier irgendwas, was uns angreift? Ja, hier ist irgendwas. Oh, nochmal ein Bär. Alter, wo kommt denn der jetzt her? So, gut, müssen wir halt ein bisschen draufhauen hier. Bärchen, komm. Ja, ist ja schon gut. Heilung beendet, ich hab's schon gemerkt. Lästiger Bär. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen ein wenig spannender Kampf, aber dadurch, dass wir hier glücklicherweise auf dem Pferd sitzen und das Pferd uns im Zweifel wegträgt, wenn wir ein Problem haben, ist das natürlich eine etwas bequemere Erkundung. Das ist was, was mir vorher immer gefehlt hat. So, ihr Lieben, aber ich merke, wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Immerhin haben wir etwas Tempelartiges erreicht. Da bin ich ja schon mal sehr zufrieden. Auch wenn natürlich die Umgebung ein bisschen unfreundlich ist. Aber, na, der Sturm hält uns ja nicht ab. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschö.